Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich bin Marc Egger von Insius und ich möchte Ihnen heute ein bisschen was darüber erzählen, wie man Konsumentenmeinungen im Internet auswerten kann und vor allem, wie man darauf achtet, dass wir auch das Richtige messen. Und zwar nicht alle Beiträge, die wir so im Internet finden, sind auch wirklich von Konsumenten geschrieben. Wir haben Pressemitteilungen, wir haben redaktionelle Inhalte und darauf sollte man ein bisschen achten, dass man da nicht das Falsche misst, wenn man Social Media Analysis oder Social Media Monitoring betreibt. Ich stelle uns mal kurz vor. Wir sind ein Spin-off der Universität zu Köln vom Seminar für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement von Professor Dr. Schoder. Ich bin da darüber hinaus Doktorand. Wir sitzen im Technologiepark in Köln hier, direkt um die Ecke, und beschäftigen uns mit einem Thema, nämlich dem Thema der Analyse von Social-Media-Inhalten und Web-Inhalten. Und dazu setzen wir ja die neuesten Forschungserkenntnisse ein, um Verbrauchermeinungen nutzbar zu machen für die Marktforschung, für die Imagebestimmung oder Ähnliches. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Grunde genommen versuchen wir eine Frage zu beantworten und das ist die Frage, was denken Konsumenten eigentlich über Produkte, Marken oder allgemeine Themen im Internet? Ja, und wenn ich jetzt schon Internet sage, muss ich will schon fast sagen, leider auch Social Media sagen. Social Media, ich will Sie da auch nicht lange mit langweilen, die ganzen Zahlen kennen Sie wahrscheinlich auch, wie viele Inhalte eigentlich tagtäglich von Nutzern dort erzeugt werden. Beispielsweise auf YouTube 48 Stunden Videomaterial pro Minute laden irgendwelche Nutzer, aber auch kommerzielle, hoch und es werden über 3 Milliarden Streams pro Tag konsumiert. Ähnlich sieht das aus bei Twitter, mein Lieblingsbeispiel. Man kommt da meistens gar nicht hinterher, die Zahlen zu aktualisieren, so stark steigt das an. Also mein letzter Stand sind 140 Millionen Tweets pro Tag. Das heißt, wir haben jede Sekunde haben wir etwa 1600 Tweets, die abgesetzt werden von Nutzern. Inzwischen in Spitzenzeiten gibt es da auch bedeutend mehr. Neujahrsmorgen, glaube ich, in China oder Japan, da waren es knapp 7000 Tweets, die einfach Nutzer, wir alle mit unseren Smartphones zu Hause so mitteilen. Ich drücke hier mal auf den falschen Knopf. Ja, Facebook mit den Nutzerzahlen langweile ich Sie jetzt nicht, aber es sind zum Beispiel nach meinen Recherchen etwa 60 Millionen Statusmeldungen, öffentliche Statusmeldungen, die auf Facebook jeden Tag publiziert werden. Ja, und neben dem neuen, schönen, bunten Social Web und Social Media haben wir aber auch andere Orte im Internet. Wir haben kommerzielle Seiten, wir haben kommerzielle Blogs, Foren. Eigentlich an jedem Ort im Internet haben wir mittlerweile als Internetnutzer die Möglichkeit, unsere Meinung zu hinterlassen, unseren Kommentar zu hinterlassen. Wenn wir einen Artikel, sage ich mal, von der Wirtschaftswoche lesen oder vielleicht vom Autobild, dann und wir denken vielleicht ein bisschen anders als der Autor, können wir uns direkt dazu äußern, zu bestimmten Themen. Und genau das ist auch für Unternehmen interessant, wenn sie beispielsweise ein Markenimage ermitteln wollen. Und dazu, um das zu gewährleisten, haben wir an der Universität zu Köln und dem Massachusetts Institute of Technology in den letzten 3 Jahren eine Software und eine Methode entwickelt, die sich Brand Network Analysis nennt. Es ist eine Technik, mit der wir Konsumentenmeinungen im Internet suchen, diese sammeln und letztlich analysieren. Ja, und was wollen wir damit? Wir wollen im Grunde genommen die Online-Konsumentenwahrnehmung handhabbar machen. Wir wollen eine qualitative Analyse liefern oder wir liefern eine qualitative Analyse. Das heißt, wir sagen, welche Assoziationen haben Konsumenten, wie stark sind diese Assoziationen, wie vorteilhaft sind sie, also sind die Assoziationen positiv oder sind sie negativ und wie sehen Denkstrukturen aus. Wir Menschen denken in Netzwerken. Wenn ich irgendeinen Begriff zu Ihnen sage, denken Sie möglicherweise direkt an etwas anders. Das sind Denkstrukturen. Und wenn man diese Texte, die freiwillig im Internet publiziert werden, wenn man die in großem Maße mit Software auswertet, kann man diese Denkstrukturen, die in der Masse sichtbar werden, aber nicht im Einzelnen sichtbar machen. Ja, typische Fragestellungen davon sind eben, wenn ich ein Unternehmen bin und ich möchte wissen, wie sieht eigentlich meine Customer-Based Brand Equity oder die Markenassoziation zu meiner Marke aus, dann können wir diese Frage beantworten. Welche Assoziationen haben Verbraucher mit Marken? Sind sie positiv? Sind sie negativ? Woher kommen diese Assoziationen? Einzelne Begriffe, die in unseren Köpfen verankert sind, sind isoliert genommen
manchmal nicht richtig aussagekräftig. Deswegen brauchen wir den Kontext. Und auch den Kontext zu erfassen, erlaubt es, wenn man eine große Menge von Webinhalten oder Social-Media-Inhalten auswertet. Im Übrigen, ich rede jetzt hier hauptsächlich über Textinhalte. Also ich klammere jetzt mal Videoinhalte und das in der Auswertung aus. So. Was können wir mit den Ergebnissen machen, wenn wir diese Fragen beantworten? Was sind die Assoziationen? Wir können beispielsweise Produkte positionieren. Wenn ich weiß, wie die Konsumenten sich über mein Produkt im Internet äußern, dann habe ich potenziell die Möglichkeit, dieses Produkt zu verändern oder auch meine Marke. Ich kann beispielsweise auch, angenommen, ich bin eine Firma und ich möchte eine Image-Kampagne machen, ich möchte irgendwie emotionaler wahrgenommen werden, fahre eine große Image-Kampagne über alle Kanäle. Und dann möchte ich am Ende des Tages aber auch wissen, hat das jetzt geklappt? Denken die Leute immer noch, ich bin ich nenne es jetzt mal solides Unternehmen oder bin ich jetzt plötzlich cool und emotional? Und dabei hilft diese Technik der Brand Network Analysis, das auf Basis von Konsumentenmeinungen zu ermitteln. Und ich rede die ganze Zeit über Konsumentenmeinungen, aber wenn wir die Voice of the Customer, also die Konsumentenwahrnehmung im Internet hören wollen, wenn wir der zuhören wollen, müssen wir erstmal Beiträge finden, die überhaupt von Nutzern geschrieben wurden. Und dabei ergeben sich ein paar Probleme. Und bevor ich das erläutere, sage ich Ihnen erstmal, wie ich jetzt nutzergenerierte Inhalte im Internet definiere. Es sind halt Inhalte, die freiwillig und unangeleitet, also die wir einfach impulsiv schreiben und eben veröffentlichen. Und die OECD hat sich mal die Mühe gemacht und hat sich überlegt, was sind eigentlich die Charakteristika von nutzergenerierten Inhalten und haben das auf drei Punkte reduziert. Das ist einmal die Veröffentlichung, das heißt ein Beitrag im Internet, der muss auch auffindbar sein. Wenn ich das in einem geschlossenen, isolierten Forum mache, wo niemand von außen rankommt, ist es de facto nach dieser Definition kein nutzergenerierter Inhalt. Weiterhin muss eine gewisse kreative Eigenleistung erfolgt sein. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar Texte aus einer Produktbeschreibung rauskopiere und setze die auf meinen Blog, ist das ebenso kein nutzergenerierter Inhalt. Und zuletzt und am wichtigsten, wie ich finde, ist die Erzeugung außerhalb professioneller Strukturen. Ja, was heißt das? Das heißt, dass derjenige, der das geschrieben hat, kein Geld dafür kriegt. Das heißt, das ist kein Redakteur, der sein täglich Brot damit verdient, irgendwie mal eine Rezension zu einem Auto zu schreiben oder Stiftung Warentest, sondern das sind eben Leute, die sich freiwillig äußern. Und wie findet man das heraus? Ja, genauso wie viele andere Analysesysteme und Monitoring-Systeme gliedert sich auch die Brand Network Analysis im Wesentlichen in drei Phasen. Wir sammeln erstmal Daten, dann analysieren wir die irgendwie und letztendlich versuchen, Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Und ich werde jetzt, weil ich auch ein bisschen, ja, ich fokussiere heute ein bisschen technisch. Sie sehen, die Folien sind auch nicht besonders bunt. Deswegen werde ich auf die Datensammlung fokussieren und sagen, dass man aufpassen muss, welche Daten man eigentlich im Internet auswertet und nicht zu einem Irrglauben kommt. Man würde, egal was man sammelt im Internet an Daten, wirklich die Stimme des Kunden messen. Und im Wesentlichen haben wir da drei Phasen. Zunächst einmal müssen wir grundsätzlich Webseiten finden, wo über ein bestimmtes Thema geredet wird. Dann müssen wir innerhalb dieser Webseiten sind große Artefakte mit einer Seitennavigation, mit Werbung, vielleicht ein paar Umfragen und redaktionellen Artikel. Wir müssen erstmal finden, wo ist überhaupt der Content, wo ist eigentlich das, was Leute wirklich oder wo Leute sich wirklich äußern auf der Website. Und schließlich, wenn wir jetzt die Texte herausgelöst haben aus den Webseiten, müssen wir noch herausfinden, sind das jetzt, ich quietsche hier rum, sind das jetzt Beiträge, die von einem Nutzer geschrieben wurden oder sind das Beiträge, die im professionellen Kontext beispielsweise von einer Redaktion erstellt wurden oder entstanden sind. So, und dabei, wenn man das machen will, ergeben sich im Wesentlichen zwei Probleme. Die habe ich auch beide eigentlich schon angesprochen. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Nämlich, eine Website besteht aus vielen Teilen und oft ist nur ein kleiner Teil dieser Website wirklich Inhalt. Ich habe jetzt hier, Sie werden das wahrscheinlich hinten nicht wirklich sehen können, ich habe hier mal so einen Screenshot gemacht von autobild.de. Da sehen Sie viele rote und grüne Kästen und die erkläre ich dann auch gleich. Aber Sie sehen, dass diese Seite aus verschiedenen Teilen besteht. Besteht beispielsweise aus einem Titel, wir haben seitlich, wie gesagt, Umfragen, dazwischen haben wir Teaser für weitere Artikel und auch Werbung.
die sind hier rot eingezeichnet, einfach diese roten Boxen. Was Sie in grün sehen, ist eigentlich der Nutzinhalt, da wo wirklich Information mitgeteilt wird. Und Sie müssen eine Möglichkeit finden, genau diese Teile zu finden. Und als zweites Problem, nachdem wir die Teile versucht haben zu bestimmen in Webseiten, müssen wir halt auch schauen, sind diese Texte, die wir dort finden, sind die von einem Nutzer geschrieben? Wie gesagt, wir haben redaktionelle Beiträge, wir finden beispielsweise bei Monitoring, wir finden Produktbroschüren, wir finden Pressetexte, wir finden Werbung oder halt auch Inhalte aus Content-Farmen oder Ähnlichem. Zunächst das Erste, wie finden wir relevante Teile in Webseiten? Und da behilft man sich aus der Wissenschaft heraus motiviert, Techniken aus dem Computer sehen, aus Bilderkennung. Sie haben also eine Software, die schaut sich die Website an und die versucht zu erkennen, wo sich bestimmte Bereiche absetzen. Und was macht sie dann? Sie zerschneidet die Website. Sie zerschneidet sie in viele kleine Teile und diese Schnipsel, die Sie dann übrig haben, die können Sie klassifizieren und dazu können Sie verschiedene Methoden einsetzen. Sie können beispielsweise gucken, das, was ich jetzt hier rausgeschnitten habe, woraus besteht das eigentlich? Sind das vollständige Sätze? Sind das einfach nur Links? Sind das Linksammlungen? Und wenn das so ist, wie ist das Verhältnis zwischen Nutztext zu eben Links? Und wenn dieses Verhältnis sehr gering ist, dann handelt es sich möglicherweise um eine Seitennavigation. Das wollen Sie nicht in Ihrer Analyse mit drin haben, glauben Sie mir. Wenn Sie das in ein qualitatives System reinschmeißen, dann bekommen Sie die lustigsten Ergebnisse. Ja, und schließlich verwendet man eben Maschinenlernverfahren, um genau diese Schnipsel, die Sie nicht haben wollen, die keinen Inhalt tragen in einer Webseite, versuchen Sie herauszubekommen. So, das zweite Problem, Nutzer generiert. Ja, wer weiß, was nutzergeneriert ist? Ich lese Ihnen einfach mal zwei Texte vor und würde Sie ganz kurz um ein Handzeichen bitten, ob Sie glauben, ob dieser Text von einem Nutzer geschrieben wurde oder ob der von einer Redaktion veröffentlicht ist. Ich fange mal mit dem ersten an. Aus der Verarbeitung gibt es aber objektiv kaum etwas zu beanstanden. Speziell das weite Teile bedeckende, geschäumte und genarbte Obermaterial überzeugt sowohl optisch als auch haptisch. Das an ein paar Übergangsstellen verwandte Imitat hingegen ist sehr kratzempfindlich. Wer ist für Nutzer generiert? Wer ist für redaktionell? Das ist richtig. Haben Sie gut gemacht. Der zweite Text. Es ist wirklich ein gutes Auto, auch wenn ich jetzt den einen oder anderen Negativpunkt ansprechen muss. Optik, Haptik. Optik ist immer noch Geschmackssache, aber auch heute noch nach 3 Jahren finde ich ihn stark. Die Qualität ist einwandfrei und ich hatte noch nie ein Knarzen oder Ähnliches. Nutzer generiert oder redaktionell? Auch richtig. Uns Menschen fällt es unheimlich leicht zu entscheiden. Wir lesen Text, wir screenen ihn durch und wir sehen sofort, ja, das hat eine Redaktion geschrieben oder das hat jemand zu Hause auf dem Sofa geschrieben. Das Problem ist, Sie haben einfach zu viele Texte, wenn Sie Webanalysen machen. Sie haben halt nicht 2 Texte, für die wir jetzt, ich würde mal sagen, 30 Sekunden, wahrscheinlich mehr, ich habe ein schlechtes Zeitgefühl, 30 Sekunden gebraucht haben. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben 50.000 Beiträge und Sie würden sich die Zeit nehmen, und da haben Sie noch keine Analyse gemacht, da wissen Sie noch nicht, was in den Texten drinsteht. Nur zu klassifizieren, ist das von einem Nutzer geschrieben oder ist das von einer Redaktion geschrieben. Gehen wir davon aus, Sie machen das 30 Sekunden pro Text, dann brauchen Sie 25.000 Minuten, was 416 Stunden sind. Und wenn Sie sich ranhalten und das 8 Stunden am Tag machen, dann brauchen Sie 52 Tage dafür, das zu entscheiden, was eigentlich überhaupt der Input ist für eine Voice of the Customer Analyse. Und von den Kosten mag ich jetzt gar nicht sprechen. Deswegen müssen wir uns was anderes ausdenken. Und innerhalb der Brand Network Analysis setzen wir dazu Maschinenlernverfahren ein aus der künstlichen Intelligenz. Und das funktioniert etwa so, Sie müssen sich vorstellen, Sie sind der Analyst und Sie kriegen von dem System, 100 Texte vorgesetzt. Das können Sie gerade noch so bewältigen. Und bei jedem Text müssen Sie sagen, Nutzer generiert oder nicht Nutzer generiert. Daraus lernt die Maschine. Der Computer lernt daraus, welche Worte Menschen verwenden, die im redaktionellen Kontext schreiben oder welche, die im Nutzer oder die halt von zu Hause aus schreiben. Beispielsweise kann man intuitiv auch sagen, wenn ich als Nutzer schreibe ich sehr viel häufiger aus der Ich-Perspektive. Ich kümmere mich vielleicht nicht ganz so um Rechtschreibung und Zeichensetzung, Groß- und Kleinsetzung. Und das ist das, was so ein Maschinenlernsystem eben automatisiert lernt und in Zukunft völlig automatisch für die übrigen 49.900 Texte entscheiden kann, das ist nutzergeneriert oder das ist von einem Redakteur geschrieben. Und wenn wir das machen und das
in die Analyse später reingeben, können wir erstmal den Grundstock schaffen, das zu messen, was wir messen wollen, nämlich die Stimme des Kunden. So, ich habe Ihnen jetzt diese drei Punkte erzählt. Ich habe Ihnen nicht erzählt, wie man Webseiten auffindet. Das würde nochmal 20 Minuten oder 2 Stunden füllen. Aber ich habe Ihnen erzählt, wie man wirklichen Nutzinhalt in Webseiten findet und wie man diesen Nutzinhalt klassifiziert in das, was Sie messen wollen, nämlich die Stimme des Kunden, und das, was Sie nicht messen wollen, eben die Stimme aus einem professionellen Kontext. So, damit das Ganze etwas greifbarer wird, ich höre jetzt auch mit diesen trockenen Folien auf und zeige Ihnen gleich mal das Ergebnis, Sie haben jetzt eine Menge von Texten. Und wenn Sie eine qualitative Analyse darauf machen wollen, dann haben Sie immer noch 50.000 Texte oder vielleicht sogar noch mehr Schnipsel. Können Sie auch nicht manuell machen. Deswegen müssen Sie auch hier Softwareprodukte einsetzen, die Ihnen dabei helfen, bestimmte Begrifflichkeiten herauszufinden, die eine besondere Bedeutung haben in den Texten, die Sie dort gesammelt haben und auswerten möchten. Und bei der Brand Network Analysis ist es halt so, dass da Verfahren aus dem Text Mining beispielsweise eingesetzt werden. Die suchen interessante Worte und Phrasen, die halt offenbar eine höhere Bedeutung haben als andere, und markieren diese Wörter. Und schließlich versuchen wir auch, den Kontext von Wörtern zueinander irgendwie zu ermitteln. Also wie stehen Wörter zueinander? Und letztlich wollen wir natürlich auch wissen, meint das jetzt jemand gut oder meint es jemand negativ? Also wir befinden uns jetzt im Bereich der Sentiment-Analyse. Wir haben die Wörter herausgefunden und wir wollen jetzt herausfinden, sind die positiv oder negativ oder vielleicht auch neutral. Und das ist ein äußerst komplexes Problem, die Sentiment-Analyse, weil die grundsätzlich sehr fehleranfällig ist. Daher müssen Sie zumindest als erste Annäherung hingehen und Sie müssen gucken, in welchem Kontext wird überhaupt ein Text geschrieben. Wenn jetzt jemand, angenommen Sie möchten eine Kopfkissenmarke untersuchen, Sie möchten das Markenimage, das Assoziationsnetzwerk für eine Kopfkissenmarke wissen, dann ist ein weiches Kopfkissen zunächst einmal gut. Wenn Sie allerdings Hamburger analysieren, dann ist ein weicher Burger möglicherweise nicht gut. Und das müssen Sie in der Sentiment-Analyse eben auch berücksichtigen. Und zuletzt müssen Sie natürlich auch Denkstrukturen, oder wollen wir mit der Brand Network Analysis Denkstrukturen aufdecken. So, und jetzt komme ich mal zu den Ergebnissen. Wie sieht sowas aus? Wie sieht das Ergebnis von der Brand Network Analysis aus? Das ist so eine Begriffslandkarte, ein Assoziationsnetzwerk, was wir hier sehen. Ich erkläre Ihnen auch gleich, wie das zu lesen ist. Im Zentrum von diesem Assoziationsnetzwerk finden wir die Marke. Also wir haben jetzt hier eine Markenanalyse gemacht. Ich habe das jetzt mal Schokolade A genannt, weil ich hier Sie nicht direkt drauf stoßen möchte, aber Sie werden es gleich noch rauskriegen, was es ist. Ringförmig um das Markenzentrum sind die Assoziationen verteilt. Je näher sich so eine Assoziation am Markenzentrum befindet, desto wichtiger ist sie für das Markenimage. Und wie Sie wahrscheinlich sehen, sind grüne Assoziationen positiv, rote Assoziationen sind negativ. Wir sehen also hier zum Beispiel, dass zur Schokoladenmarke A lecker oder der Geschmack oder die Verpackung sehr positiv wahrgenommen und besprochen wird im Internet, währenddem Kalorien und zu süß negativ besprochen wird. So, wir haben weiterhin solche Linien zwischen diesen Assoziationsknoten in diesen Netzwerken. Und was sagen die Linien aus? Die Linien sind die Denkstrukturen, von denen ich eben gesprochen habe, die völlig automatisiert eben aus den Texten gewonnen werden. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass hier steht quadratisch positiv und Ihnen sage, dass die Marke, die hier analysiert wurde, Rittersport ist, woran denken Sie dann? Vielleicht an quadratisch praktisch gut? Wenn das so ist, dann denken Sie genauso wie die Leute, die sich im Internet geäußert haben. Und das wird sichtbar mit der Brand Network Analysis, nämlich Begrifflichkeiten, die immer wieder von verschiedenen Leuten unabhängig voneinander im selben Kontext genannt werden. Und dadurch können Sie durch die Auswertung von möglichst vielen Daten plötzlich Denkstrukturen sichtbar machen. Aber das reicht nicht aus, weil oft so einzelne Begriffe, wenn da jetzt steht Geschmack positiv, naja gut, das ist eigentlich, ja, hätte ich so auch gesagt. Aber ich möchte halt wissen, was steckt eigentlich dahinter. Und innerhalb der Brand Network Analysis haben wir so etwas, was wir Treiberanalyse nennen. Wir versuchen zu hinterfragen, warum eine bestimmte Assoziation positiv oder negativ ist. Und diese Information liefert uns auch die Software. Zum Beispiel haben wir jetzt hier am Beispiel der Schokoladenmarke, ist die Füllung positiv erwähnt. Und ich stelle jetzt die Frage, warum? Und die Treiberanalyse beantwortet sie mir. Sie sagt mir nämlich, die Füllung ist positiv, weil sie als cremig wahrgenommen wird, weil sie als lecker wahrgenommen wird, angenehm oder vielleicht auch zart und fruchtig. So, auch das reicht manchmal nicht.
Weil wenn Sie bestimmte Assoziationen in diesem System, in diesem Netzwerk ausgemacht haben, Sie wollen jetzt genau wissen, wie verhält es sich jetzt eigentlich hinter der Assoziation? Was haben die Leute da eigentlich geschrieben? Können Sie in der Brand Network Analysis auch einen Drill-Down machen? Sie können bis auf die Satzebene, aus dem eben gewisse Assoziationen gewonnen wurden, können Sie herunterbrechen und können herausfinden, was die Leute wirklich gesagt haben. Hier in dem Beispiel, ich weiß nicht, ob es man kann es wahrscheinlich nicht erkennen, aber wir sehen hier die Sätze, warum die Leute, in welchem Kontext die Leute gesagt haben, der Preis ist teuer, der Preis ist mir zu hoch. Und weiterhin sehen Sie auch den Originalbeitrag und können natürlich auch direkt auf die Quelle im Internet zugreifen. So, und ich komme jetzt, wahrscheinlich habe ich sowieso schon überzogen. Ich komme jetzt zum Schluss, nämlich dem letzten Punkt. Ich habe gesagt, wir machen die Stärke von Assoziationen, die Vorteilhaftigkeit, die Denkstrukturen. Was ich jetzt noch nicht erläutert habe, ist die Einzigartigkeit. Wenn ich Marken analysiere oder wenn ich Themen analysiere, interessiere ich mich auch dafür, nicht wie meine eigene. Interessiere ich mich nicht nur für meine eigene Marke, sondern möglicherweise auch die Wahrnehmung von Konsumenten zu anderen Marken. Und ich möchte das gegenüberstellen. Habe ich gewisse Image-Dimensionen, die ich besetzen möchte mit meinen Marketingmaßnahmen und gelingt mir das überhaupt? Oder ist, wenn ich ein Autohersteller bin und sage, okay, die Leute denken sofort an schnelles, sportliches Auto, ist das überhaupt einzigartig für mich oder ist das auch bei anderen Herstellern so? Und da hilft eben auch die Brand Network Analysis, indem sie mehrere Marken-Assoziationsnetzwerke gegenüberstellt. Ich kann gerade mal versuchen, diese Grafik zu erläutern. Wir haben hier mit der WDR Media Group eine Studie zur Kfz-Branche durchgeführt und das ist ein Ausschnitt daraus zwischen Kleinwagen und Sportwagen. Also es ist eine Branchenstudie, in dem Fall jetzt keine Markenstudie. Auf der X-Achse sehen wir die Assoziationen zu Kleinwagen. Je weiter außen sich eine Assoziation anordnet, desto stärker ist sie. Auf der Y-Achse sehen wir die Assoziationen zu Sportwagen. Je weiter oben sich eine Assoziation anordnet, desto stärker ist sie da. Wenn ich jetzt diese beiden Achsen gegeneinander stelle, dann passiert Folgendes. Es ordnen sich solche Assoziationen auf der Diagonale in der Mitte, auf der Winkelhalbierenden, an, bei denen keine Differenzierung besteht, die gleichermaßen stark wahrgenommen werden von Konsumenten, die über Sportwagen sprechen, wie Leute, die über Kleinwagen sprechen. Das ist in dem Fall zum Beispiel der Sitz, die positive Wahrnehmung, dass der Sitz vielleicht bequem ist oder sowas. Das wird, da differenziert sich nicht der Kleinwagen vom Sportwagen. Hingegen aber beim Fahrspaß, was natürlich klar und nachvollziehbarerweise eine Domäne vom Sportwagen ist, die Optik, der Spaß, die Leistung, Fahrwerk, währenddem beim Kleinwagen eine Differenzierung, je weiter außen wir halt eben diese Assoziationen sehen, die Differenzierung eben besteht, dass das Auto sparsam ist, dass es günstig ist, dass es einen geringen Unterhalt hat, aber auch der Motor negativ ist. Und man würde jetzt annehmen, der Motor negativ, Domäne vom Kleinwagen, ja gut, die Motoren sind, ja, sind wahrscheinlich schwach, aber was Gegenteiliges hat sich gezeigt. Die Leute haben, das hat sich bei der Treiberanalyse gezeigt, die Leute haben nicht gesagt, der Motor ist mir zu gurkig, sondern sie haben gesagt, der Motor ist zu laut. Ja? Und das war nochmal ein Beispiel für die Treiberanalyse. Ja, jetzt komme ich auch schon zur Zusammenfassung. Ich habe versucht, ein bisschen, hoffentlich nicht zu technisch, Ihnen zu erzählen, dass wenn Sie Webanalysen, beobachtende Webanalysen machen, dass Sie auch darauf achten müssen, was Sie analysieren. Dass Sie nicht blind alle Daten reinnehmen und die durch irgendwelche Maschinen schicken, weil Sie im schlimmsten Fall was Falsches messen. Sie können entweder messen Sie ja, den Brei aus nutzergenerierten Inhalten und nicht nutzergenerierten Inhalten, aber im schlimmsten Fall messen Sie auch das, was Sie nicht messen wollen, nämlich das, was Sie kommunizieren. Ja, und das Ergebnis davon sind eben Assoziationsnetzwerken von der Brand Network Analysis, die sich speziell darauf konzentriert, eben solche Verfälschungen zu verringern. Ganz vermeiden kann man sie nicht, das kann auch ein Computer nicht. Und im Endeffekt versuchen wir, die Stärke von Assoziationen, die Vorteilhaftigkeit, Gründe für Assoziationen zu ermitteln und Denkstrukturen oder auch Wettbewerbsvergleiche anzustellen. Und damit versuchen wir, die Stimme des Kunden im Internet hörbar zu machen und wirklich auf das zu hören, was der Kunde sagt. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, gerne.